Kennst du denn die Originalstory von den Gebrüder Grimm, das Aschenputtel? Ja, also du meinst die Version mit, wo die Stiefschwestern die großen Zehen abgeschnitten bekommen, damit sie in den Schuh passen? Vielleicht lassen wir den Part weg. Hm, möglich. Herzlich willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Jenny Und Sascha, und wir sind die Swiss Bricks Builder. wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Wir sind heute ein wenig märchenhaft unterwegs. Absolut. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht? Die Cinderella-Story von Vicky. Von wem? Vicky. Vicky. Noch nie Genau. gehört. Ja, ich auch nicht. Habt ihr schon mal Vicky gehört? Also auf dem Zettler Schachtel steht, es ist von Shenzhen. Auch noch nie Vicky, gehört. ja, keine Ahnung. Man findet auch mit den ganzen QR-Codes und so ganz, ganz wenig Informationen. Man findet dieses Set eigentlich nur auf China-Großhändlern. Sonst Also du findet meinst so Ali, Temu, etc. Ali, Temu, ja, etc. etc. Okay. Genau, es ist aus dem Jahr 2023. Und Teileanzahl, ich weiß es nicht. Wir schätzen zwischen 400 und 500. Es gibt keine Angabe dazu. Ich habe jetzt einfach mal für die Berechnung 450 genommen. Das, der Preis war 40 Franken 49 auf Temu. Und das gibt einen Teilepreis von 0,9. Also Circa. 9 Rappen pro Teil, sorry. Circa. Zeit. Ihr habt das, also du hast das, hast nicht die Teile nachzählen wollen. Nein, weil es gab auch kein, wie sagen wir, eine Gesamtübersicht mit den Okay. Teilen. Also ich hätte jede Seite einzeln durchblättern müssen und die Teile zusammenzählen. Das war mir dann ein bisschen zu viel Aufwand, ich gebe es zu. Spannend. Okay. Ja, das Thema ist natürlich Movie, Disney, Fairy Tales, irgendwas in die Richtung. Und wie bist du drauf gekommen? Ja, ich musste für eine Kollegin was bei Temu bestellen, weil sie sich kein Temu-Account zulegen wollte. Und ich konnte es dann nicht lassen, mir noch selber ein paar Dinge zu bestellen und bin über dieses Set gestolpert, weil ich ab und zu mal schaue, was es auf Temu für Klemmbausteinsets hat. Genau, und es war ja eigentlich für Temu relativ teuer, mit 40 Franken eigentlich. Also kein Billigset und mit einem Teilepreis von 9 Rappen pro Teil. Also sind wir hoch drin, aber ja, ich muss sagen, Hat sich's gelohnt? ja, ich bin zufrieden, Okay. tatsächlich. Dann würde ich mal sagen, wollen wir gleich mal zum Bauspaß? Absolut. Der Bauspaß. Beginnen wir mit Design und Farben. Also ich habe das Set natürlich wegen dem Design gekauft. Es ist, wie man hier sehen kann, ein Buch, ein Fairy Tale Buch, das man auch aufklappen kann. Und zwar an mehreren Stellen, aber dazu kommen wir später noch genau. Ich drehe mal das Buch ein wenig um, hä? Von vorne. Das Design ist mega liebevoll gemacht, finde ich, mit diesem Buch, mit diesem aufklappbaren. Das Design überzeugt mich, also es ist wirklich, man erkennt, es ist ein Buch, man erkennt ganz viele Anspielungen an Cinderella und ich war als Kind eine mega Märchenliebhaberin. Ich habe ganz viele Kassetten von Trudi Gerster zum Beispiel ge gehört, ich habe das geliebt, darum wollte ich mir das Set kaufen, weil ich das irgendwie nett fand. Genau. Es gibt dazu drei Figuren, logischerweise. Wir haben
das Aschenputtel als ja, in der dreckigen Version. Wir haben das Aschenputtel im Ballkleid, wie sie ja zum Ball geht, und wir haben den Prinzen. Ich muss sagen, die Figuren sind wunderschön geprintet. Ich glaube, ich habe noch nie so schön detailreiche Prints gesehen wie auf diesen Figuren. Ich weiß nicht, was für eine Technik das ist, aber wirklich so detailreich geprintete Figuren noch nicht gesehen. Also die sind wirklich schön gemacht. Was ich nicht schön finde, ist, dass der Oberkörper breiter aufhört als also als der Unterteil anfängt. Man hat es wie Stimmt. so ein wie so ein Schnitt drin, oder als ob Cinderella Hüftspeck hätte. Gut, auch der Prinz. Aber der Prinz hat das, ja. Auf der anderen Seite muss man aber jetzt auch hier sagen, zum Beispiel, das ist wirklich sauber geprintet. Also Oberkörper zu Unterkörper, das ist nahtlos. Absolut. Die waren auch so zusammengebaut. Ich nehme an, die haben sie zusammengebaut, um das so zu printen. Wahrscheinlich. Okay, spannend. Ja. Also designtechnisch, farbtechnisch bin ich. Es ist halt so, dass dieses ja, Leder, Rot, Braun. Also ich finde es wirklich schön gemacht. Es gibt auch zwei verschiedene Weißtöne bei den Farben. Das muss man aufpassen beim Bauen, weil ich habe es im ersten Moment nicht gerafft. Es Dieses gibt Knochige. so dieses leicht beige Weiß, das für die Buchseiten gebraucht wird. Und es gibt das Weiß, das im Innern für halt alle anderen Dinge gebraucht werden. Für die Säulen, für hier den Balkon und so weiter und so fort. Und ich habe einmal einmal zwei Plate falsch verbauen, die mir nachher gefehlt hat. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es einfach in der falschen Farbe gebaut habe. Und da muss man, wenn du es weißt, von Anfang an gut aufpassen. Weiß ist nicht gleich weiß. Aber man sieht es in der Anleitung, wenn man sich darauf achtet. Sehe ich das richtig? Hier sind alles Prints, keine Sticker. Das sind alles Sticker. Es gibt, glaube ich, außer die Figuren, die sind geprintet. Ah ja, tatsächlich, jetzt sehe ich es hier. Also, Oh. wenn wir schon bei den Stickern sind, Also mir ist das vorhin nicht aufgefallen. Sticker-Sheets, ich habe alle Sticker ausnahmsweise mal aufgeklebt. Die sind aber wirklich gute Qualität, wirklich absolut. Man sieht eigentlich keinen Unterschied von der, also eben er hat es nicht mal gemerkt. Ja, also jetzt, wo ich es weiß, sehe ich es natürlich Ja, absolut. man. Ich habe es jetzt vorhin tatsächlich, ich glaube, ich habe zu lange in das Ringlicht geschaut, dass mir das nicht mehr aufgefallen ist, dass das Sticker sind. Das sind alles Sticker. Okay, das, ich dachte schon, so die Qualität ist ja super, alles Prints, aber nein, bin ich jetzt ein klein wenig enttäuscht, muss ich ehrlicherweise zusagen. Ja, wobei, also auch Lego kriegt es bei nicht hin, geprintete Sachen zu machen. Ah, da bin ich Hier, auch, da bin ich auch bei Lego ja, enttäuscht. hier gehen die Sticker gehen halt über mehrere Teils rüber. Also vor allem hier an der Außenseite, also innen hat das, glaube ich, keine Sticker. Die sind vor allem außen. Diese ganzen Buchdekorationen hier sind alle Sticker. Ja, hier vorne ja Und die auch. gehen halt über Habe ich jetzt gesehen. mehrere Teils rüber. Darum konnte, also man hätte das schon printen können, ist wahrscheinlich aber einfach preis-leistungsmäßig schwierig, das zu machen. Ich finde es jetzt persönlich bei dem Set nicht so schlimm. Irgendwie. Aber sonst, ja gut, ich meine, jetzt fällt es mir auf, und das, die Sticker haben schon eine andere Farbe als die Steine dann. Also die Farbtreue ist da auch nicht so vorhanden. Wenn man genau hinschaut, sieht man es ja. Sind wir auf Lego-Niveau, Ja. bös gesagt. Wenn wir schon von Lego-Niveau sprechen, also Qualität, Steine, Klemmkraft, also absolute Lego-Qualität, würde ich sagen, Also im positiven Sinne im diesmal. positiven Sinne, absolut. Für mich stimmt's, also absolut, Klemmkraft stimmt, die Teile stimmen, keine Fehlgüsse, Klemmkraft stimmt, sie sind von der Haptik schön, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Gold, das sie hier benutzen. Dass Lego so in dieser Farbe eigentlich nicht hat, am ehesten noch Metallic Gold, aber ich finde diesen
diesen Goldton, diesen weichen Goldton, mega schön. Ich mag das. Ich muss sagen, den Kristallschuh, den Kristall High Heel, finde ich noch kreativ designt. Nicht nur das. Also es ist eigentlich allgemein mega cool designt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon spoilern, sondern das beim Spielspaß dann etwas noch genauer zeigen, was man hier alles öffnen kann. Bautechniken. Ja, es ist jetzt nichts irgendwie großartig, spezielle Bautechniken oder so. Es ist aber gut designt, also alles machbar, stabil. Hast du nicht gesagt, dass du noch was gemockt hast? Ah, ja, was ganz Kleines. Ich habe hier eine Plate 90 Grad gedreht, weil hier kann man das einfach so öffnen. Und ich wollte, dass das Tuch zuhält und habe, das ist so eine 2x2 Plate mit zwei Noppen auf dieser Seite und ich habe die einfach 90 Grad gedreht. Dann kann man das so zumachen, damit das Buch zuhält. Aber dann kriegst du es halt auch fast nicht auf. Aber das ist, also ist gemockt, ja. Dann Aha. hält es einfach schön zu. Darum habe ich das gemacht. Okay. Okay, spannend. Ja, die Anleitung. Kleines Büschchen, sehr handlich. Ich mag das, wenn Anleitungen klein und handlich sind. Und jetzt sind wir bei einem großen Problem. Es ist mehr oder weniger alles auf Chinesisch. Dafür wunderschön geprintet mit mega viel detailreichen, mega hübschen Illustrationen. Wichtige Angaben gibt es aber auch noch auf Englisch. Also man kommt auch als nicht chinesisch sprechender Mensch, versteht man, was man machen muss. Bauschritte werden quasi so, ja, sie nennen das faded, also ein bisschen ausgegraut, also nicht grau gemacht, sondern einfach der Farbton wird so etwas runtergenommen, dass man weiß, was schon gebaut wurde, was neu dazukommt. Was man verbauen muss, wird klar angezeigt. Also qualitätsmäßig absolut grandiose Anleitung. Viele Teile pro Schritt oder auch wieder so Lego-Niveau? Nein, es sind relativ viele Teile pro Schritt tatsächlich. So, ich sage im Schnitt 5, 6, 7 Teile. Okay. Ja, manchmal auch weniger. Es kommt Ja. immer sehr darauf an, halt, was gerade gebaut wird. Aber ja, also wirklich. Die Q, ich weiß nicht, ich habe mit dem Handy probiert, die QR-Codes zu scannen auf der Anleitung, funktionieren nichts, führen ins Leere. Ich weiß nicht, ob man da so ein chinesisches Programm haben muss oder auf, keine Ahnung. Bei mir geht da eine Seite auf, aber da ist alles chinesisch, du kannst nicht wirklich auf Englisch. Man könnte noch einen WeChat starten mit also mit Weki irgendwie, aber eben schwierig, Muss man alles vielleicht nochmal anschauen. schwierig. Die Schachtel. Genau, und die Säckchen sind auch irgendwie mega gelb und bedruckt. Dann war dabei, also das sind die normalen Bauschritte, also diese Säckchen. Und diese Säckchen waren in diesen Bauschritt-Säckchen, da gibt es zwei davon. Mit diesen, die sind wirklich cool. Also Okay. ich habe das so noch nie gesehen. Die sind nett. So ein bisschen Überraschung, was drin ist, weil sie sind nicht durchsichtig. Und da drin sind dann diese normalen Logisch. Säckchen, die man so kennt. Dann gab es so einen herzigen Bärbe-Ding, wo man noch andere Sets sehen kann halt. Also Wir haben auf der anderen Seite sieht man es dann an. Das sind eigentlich alles nachher. andere Wiki-Sets, genau. Und dann war so eine Postkarte drin, mega hübsch designt, wo noch etwas zum Set steht, tatsächlich auch auf Englisch, weil das Set ist in einer Kooperation mit mit V&A Collection, das ist Das ist die, ein englisches Museum, wir haben es vorhin gegoogelt. das Victoria and Albrecht, der Museum. Alberts. Museum, genau. Und die Figürchen Wir sind, schreiben es nach unten hin. irgendwie designt nach einem Theaterauftritt, der dort stattgefunden hat oder wo die Rechte daran haben,
So ganz genau habe ich es nicht ge Wobei die Version von Aschenputtel hier sieht schon sehr stark nach Disney aus, finde ich. Also zumindest die Version sieht sehr Disney-mäßig aus. Genau, das war ein kleines Schreiben an die Käufer, wo sie sich auch bedanken, dass du dieses Set gekauft hast. Also so viele Beilagen dabei, wirklich in mega schönem Design. Und eben die Schachtel noch. Ja, auch mega schön geprintet mit Gold. Hinten sieht man die verschiedenen Möglichkeiten, also Ansichten. Das Genau, Bild und vorne sieht noch hübsch aus. ja. Und unten ist halt die Einfuhrbestimmung für die. Genau. Und ja, viel steht aber nicht drauf und eben alles chinesisch. Drum, ich weiß nicht, ob da Teileanzahlen draufstehen. Aber ich konnte es nicht lesen. Gut, dann. So viel noch da dazu. Genau, die Figürchen waren in einem eigenen Sack, nicht in diesen großen Säckchen. Und die hatten so kleine Karten dabei, wie man die Figürchen zusammensetzt. Man sieht aber auch nirgends, wie es gedacht sind, wo die hier in diesem Buch stehen sollen, wo man die hinpflanzen soll. Also, sondern die gibt es eigentlich, die Figuren kommen in der Anleitung gar nicht vor, sondern die waren eben in diesem. In diesem separaten Sack mit diesen eigenen Anleitungen für die Figürchen. Zumindest dem Prinzen. Nein, der passt nicht. Verdammt. Ihr Genau. Da Prinzessin. kann man ja aber selbst überlegen, wo man die hinmachen will. Ich finde halt die Figuren nicht so spannend. Ich finde das Buch als solches spannend. Darum habe ich. Die passen gar nicht. Ja, wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Genau, aber kommen wir zum Spielplatz. Der Spielspaß. Und jetzt kommen die ganzen schönen Features. Also mal erstens, man kann. Ich finde es schön, wie das hier übereinander gebaut wurde. Hier gibt es so ein paar Teaser auf die Disney-Version mit diesem Kürbis und der Maus, die ja im Disney-Film vorkommen. Wobei ich jetzt eher gesagt hätte, das ist irgendwie, keine Ahnung, ein Hamster, aber Detail. Das ist eine Maus, das erkannt man. Entschuldigung. Und dann kann man hier den Hamster. Buchrücken aufmachen. Und dann haben wir oben so ein Vögelchen mit dem Eimer. Ich weiß nicht genau, was das daneben darstellen soll, wenn ich Mal. ehrlich bin. Das da. Dort wurde das Kleid geschneidert. Ah, okay. Eine Und Schneiderpuppe. ich ging davon aus, dass es der Part mit den guten, weißt du, wo die Großmutter die verschiedenen Du Dinge meinst die gute zusammen. Fee? Nein, die Großmutter leert ja die guten und die schlechten Bohnen zusammen und Also Silarella muss es raussortieren. das ist die böse Stiefmutter und das ist Aschenbrödel. Ja, eben. Das ist ja Aschenbrödel. Also Also. ja. Und unten haben wir noch den Besen und halt den Asche, also den Ofen halt, weil Aschenbrödel ja dort schläft. Also Cinderella, whatever. Eben hier wurden verschiedene, aus meiner Sicht wurden hier verschiedene Erzählweisen von diesem Märchen dargestellt. Also ich weiß tatsächlich auch gerade nicht mehr ganz genau wegen. Ich weiß, dass wir einmal Aschenbrödel geschaut haben und die drei Nüsse und Ja, dass ich da das. immer wieder eingeschlafen bin. Den Film Cinderella habe ich seit Urzeiten nicht mehr gesehen. Ja. Ich kenne aber die Märchenvision, wo man diese Bohnen zusammenleert und die Vögel helfen ihr dann, das zu sortieren, während Das sie ist an den Ball möglich. geht. Das ist möglich. Und dann eben kann man das Buch aufmachen und dann hat man diese Ansicht und dann kann man hier blättern. Ah, muss den Rücken ganz zumachen, so sofort ist nicht. So. Ui. Das war jetzt meine Schuld. Soll ich kurz halten? Und dann hat es hier noch einen Leuchtschein bei dieser Lampe, den man einstellen kann. Und dann leuchtet das hier nach innen.
Und dann hat es hier diese Treppe und den Gang, wo Cinderella, glaube ich, wegrennt. Das war jetzt mein Fehler, ich habe zu fest gedrückt. Und dann hier diesen Balkon, wo man auch Cinderella hinstellen könnte. Und Nein, eben nicht. Ich habe es getestet. oder eben nicht hinstellen könnte, weil sie keinen Platz hat. Und dann oben eben der Kristallschuh, der hier angedeutet wird. Ich finde es extrem herzig gemacht. Ja. Ob das jetzt ein Spielset ist, wage ich zu bezweifeln, muss ich jetzt schon ehrlich sagen. Weil erstens, der Platz ist relativ knapp beim Messen. Man weiß nicht so genau, wo man die Figuren hinstellen soll. Es lässt sich auch nicht ganz öffnen, wie man gesehen hat. Also eher ein Display-Set. Es ist ziemlich sicher eher ein Display-Set. Aber man kann es schön hier so aufstellen. Ich finde den Leuchtschein eigentlich noch cool mit dieser Lampe zusammen. Jetzt verliert noch Cinderella, die zum Ball geht, die Hand. Jetzt kann sie natürlich hier stehen und wegrennen. Kommen wir zum Fazit. Also ehrlich gesagt, ich war im Allgemeinen positiv überrascht. Ich habe mir nicht viel erwartet von diesem Set, obwohl es relativ teuer war. Also Aber es war einfach mal etwas Neues. genau, ich wollte es einfach mal probieren. Das hat mich auch sehr neugierig gemacht auf andere Wecky-Sets. Obwohl man die eben schlecht bekommt, außer man bestellt sie über Ali oder keine Ahnung. Also ich habe jetzt vorhin gesehen, es gibt zum Beispiel auch Alice im Wunderland. Ja, es gibt Das andere Märchen. sieht richtig cool aus, muss ich sagen, mit dem Buch quasi nach unten geöffnet und die Sachen fallen so raus. Das sieht richtig cool aus. Es gibt auch noch Aladdin. Ja, es gibt ein paar verschiedene von diesen Okay. Fairy Tale Büchern. Das ist so eine Reihe. Ich habe mich jetzt einfach für Cinderella entschieden, weil ich dachte, das kennt so ziemlich jeder. Und ich fand es so von den Bildern her eigentlich in dem Moment am schönsten. Alice im Wunderland hat mir als Kind nie so wirklich gefallen. Darum wollte ich Alice nicht nehmen. Aber das ist auch recht cool gebaut, ja. Eben, es ist relativ schwierig, was über Wecky zu finden, überhaupt Produkte von Wecky zu finden, irgendwo auf einer europäischen Seite, eben QR-Codes führen teilweise auf Seiten, die man nichts damit anfangen kann, weil da alles auf Chinesisch ist. Das ist etwas schade, also weil eventuell würde ich noch mal ein Wecky-Set bauen. Wie fandest du die Komplexität? Ja, es ist nicht schwierig, eben die Anleitung ist super. Es gibt keine schwierigen Bautechniken oder irgendwas. Es ist alles gut beschrieben, darum gebe ich eine 4. Also. Und Stabilität. Wenn jetzt nicht gerade hier die goldenen Platten lassen. Ja, das war wie gesagt, ich habe es einfach zu fest gedrückt. Eigentlich, also Stabilität habe ich eine 5 gegeben, weil es ist stabil. Man kann es auch eben. Hier muss man manchmal etwas schauen, dass das wieder in die richtigen Nut geht, aber das ist Aber ich glaube wirklich zum Aufmachen muss man es, glaube ich, das den Buchrücken weg, also respektive den ja, das genau. wegmachen, damit es schön aufgeht. Richtig. Darum eben Stabilität für mich stimmt's. Es fällt nichts einfach so ab. Man kann das hochheben und Die ist nicht abgefallen, die ist genau. Die hingefallen. war ja auch nirgendwo befestigt. Eben Klemmkraft stimmt, gibt es Bauspaß. Eben ich hätte sofort wieder ein Wecky-Set gekauft oder würde es kaufen. Mich nervt es einfach, dass ich irgendwie keine Informationen finde über diese Firma oder dass man das Set eigentlich nur auf Ali und auf Temu bekommt. Respektive auf Temu ist das ausverkauft. Ich habe es heute noch mal schnell nachgeschaut. Man bekommt das eigentlich nur noch auf AliExpress. Irgendwie sonst habe ich es fast nirgends gefunden. Es gibt mega wenig Angaben zu diesem Set, ganz allgemein, eben nicht mal Teile, offizielle Teilezahlen, QR-Codes führen ins Leere. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für den europäischen Markt gedacht war.
Also eben, es gibt teilweise, also es gibt englische Übersetzungen für wirklich wichtige Dinge. Also wenn ihr mehr wisst, haut es unten in die Kommentare, Ja, sind wir froh. wenn ihr auch wisst, ob ihr einen Shop kennt, der Wiki verkauft, lasst es mich wissen. Ja. Also ich würde gern wieder Wiki bauen. Ich war wirklich positiv überrascht. Baustars habe ich eine 6 gegeben. Ich fand es cool, vor allem eben, wenn man Märchen gern hat, das ist ein tolles Set. Das werde ich auch ins Bücherregal stellen. Ist es klein und handlich, es nimmt nicht viel Platz weg und ist doch noch etwas Spezielles. Die Figuren finde ich fast ein bisschen überflüssig, aber ja, die meisten Leute mögen halt Figuren. Ich finde die Figuren mäßig. Also eigentlich eben der Print mega. Aber ja. Also das Spezielle, was mir noch beim Prinzen aufgefallen ist. Man kann die Füße wegnehmen. Genau. Man kann hier, die sind irgendwie zusammengesetzt. So reingeschoben. Also wie bei einem Puzzle. Was ich noch sagen muss, bei den die einzige Qualität, die nicht schlecht war, bei den Frisuren von Cinderella, war der Guss nicht schön. Da musste man so ein bisschen mit Gewalt, also innen das Loch, wo es auf den Kopf kommt, musste man so ein bisschen Gewalt das da reindrücken, weil der Guss nicht schön war. Aber es ging und jetzt hält es auch. Aber ja, das ist das einzige qualitative Manko, das das Set aus meiner Sicht Okay. hat. Also würdest du sagen, Kaufempfehlung? Ja, nein, vielleicht. Baum. Ja, also ich bin absolut zufrieden. Ich hatte mega viel Spaß, das zu bauen. Cool. Für mich stimmt die Qualität. Ob einem das 10 Rappen pro Teil wert ist, muss man sich überlegen. Ich finde es für die Qualität gerechtfertigt. Es steht aus meiner Sicht in Lego jetzt bei dem Set in nichts nach. Ja, absolut. Wenn ihr das Set mögt und Märchen gern habt, habt ihr eine Kaufempfehlung von mir. Schön. Ja, dann. Dann kommen wir zu unserem Hashtag. Hashtag Fairytale ist ja ein Märchen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss Ciao zusammen. zusammen. Herzlich willkommen im schönen Angelkanal in der Schweiz. Wir sind Jenny Und Sascha, und wir sind die Swiss Bricks Builder. wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Ja, sorry. Bin ich so jetzt. Unseren Verfahrungen. In Roadtrip.